Es ist Freitagnachmittag, als bei Heinz Gottschalk das Telefon klingelt und der 91-Jährige abnimmt. Ja, ich höre. Und was Heinz Gottschalk hört, ist eine absonderliche Geschichte. Seine Frau sei in einen tödlichen Unfall verwickelt worden. Nun sei laut Staatsanwaltschaft eine Kaution fällig in Höhe von 180.000 Euro, um die drohende Haftstrafe abzuwenden. Und in dem Moment, wo er sagte, die muss ins Gefängnis oder wird gefesselt, und da wurde eine Frauenstimme laut, schreiend, kreischend, ja, und nennt mich bei Namen: Heinz, du musst mir helfen. Die Frau des Rentners ist längst verstorben, aber seine Bekannte Monika glaubt er zu erkennen. Von diesem Zeitpunkt an habe ich gehandelt. Nur gehandelt, nicht was ich machen wollte. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, wer mich... Man könnte von mir Hypnose sprechen. Nachdem sich beide auf eine Summe von 30.000 Euro geeinigt haben, fährt der 91-Jährige mit dem Taxi zur Bankfiliale. Weil die Türen dort allerdings schon geschlossen sind, klopft er verzweifelt ans Fenster. Ich habe so geguckt aus meinem Büro raus, das sehe ich ja genau, Geldautomaten, bin hingegangen und habe gesagt: Herr Gottschalk, was ist denn los? Und er hat nur ein Handy in der Hand gehabt und hat gesagt: Ich brauche Geld. Und ich habe schon gemerkt, anhand wie er es gesagt hat: Ich brauche Geld. Da stimmt irgendwas nicht. Nicole Trautmann betreut den Rentner schon seit vielen Jahren als Kunden. Weil sie aber noch einen Termin vor sich hat, kümmert sich ihre Kollegin um Heinz Gottschalk und horcht nach. Ich habe die Situation genauso schon mal erlebt hier mit einer anderen Kundin. Es war dieselbe Geschichte. Und da habe ich gesagt, wir lassen das hier und wir rufen die Polizei, weil das ist nämlich nicht echt. Das bestätigt später auch ein Anruf bei Heinz Gottschalks Bekannten. Monika Menge weilte ahnungslos im Urlaub und kommt nun mit in die Bankfiliale. Im Gepäck ein Dankeschön für die taffen Heldinnen. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich kann es nicht ausdrücken in Worten. Denn nur mit vereinten Kräften konnte Heinz Gottschalk letztlich gerettet werden vor den Betrügern, dank besonnenem Handeln, zu dem auch die Polizei aufruft. Grundsätzlich empfiehlt es sich immer, misstrauisch zu sein. Glauben Sie die Geschichte nicht, denn die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft ruft nicht bei den Betroffenen an und verlangt eine Kautionszahlung. Misstrauisch sein, das will Heinz Gottschalk zukünftig auch, zumindest wenn er zum Hörer greift.